Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, ich habe euch noch gar nichts aus der Architecture-Serie von 2019 gezeigt, die 21076, das Empire State Building. Absurd viele Teile, 1700 gib ihm. Und da steht es, ne? Hoch bis hier oben hin, dornt das in den Himmel. Richtig, genau. Wie ihr es von Architecture gewohnt seid, ist eine schwarze Anleitung dabei, auch die normale schwarze Box. Wir haben hier vorne so ein paar Fakten, ich meine, das Empire State Building kennt ja wirklich jeder, ist ja auch in der New York Skyline mit drin und gab es ja auch schon mal als winzig kleines Modell ganz am Anfang der Architecture-Serie, als das ja noch was ganz Abstraktes eigentlich war. Und jetzt werden ja hier wirklich aufwendige Gebäude und Sehenswürdigkeiten und Skylines und sowas ja jetzt gebastelt. Das ist jetzt, die Serie hat sich ja sehr gewandelt, ihr wisst Bescheid. Listenpreis 100 Euro, kann man sofort die Tonne treten. Kein Mensch in der Geschichte von Lego hat je 100 Euro dafür bezahlt. Macht euch keine Sorgen. Bei mir läuft Architecture ab dem ersten Tag mit 20% bis zum letzten Tag. Da gibt es gar nichts, aber die Dinger werden noch härter reduziert. 30-40%, das geht alles. Es ist ein stabiles Gebäude. Auf jeden Fall vom Design her, das liegt nicht an Lego, sondern das ist die Vorlage. Ich habe euch ja von Vanier das Empire State Building auch gezeigt für einen halben Preis. Ja, was wollen wir machen? Das Gebäude sieht so aus. Und natürlich sind diese Teil Modified Grill schon sehr nah dran. Gar keine Frage. Die sind ja auch beim Vanier Modell verwendet, nur dass dort immer noch Säulen von normalen Bricks dazwischen waren und dann immer nur jedes zweite. Hier ist es flächig. Es sind fast 700 von denen hier verbaut. Von diesen Teil Modified. Auf der Rückseite wird es ja nicht besser. Ja, ist ja klar. Teil Modified bringt man noch mit am nettesten an, finde ich. Also vor allem diese Grillteile, die kann man... spannend wird es nicht während des Baus. Also da braucht man nicht drauf hoffen. Aber die sind recht gut zu greifen, die sind recht gut festzumachen. Das ist so ein weicher Druck, wenn ihr wisst, was ich meine, falls ihr es auch schon mal gebaut habt. Es ist nicht so, wie einmal zwei Plates zu setzen. Die lassen sich ein bisschen angenehmer setzen, deswegen geht es ein bisschen mehr. Trotzdem, sehr viele Bauschritte sind natürlich sehr, sehr ähnlich. Drin ist, ihr habt es nicht anders erwartet, das Ding natürlich bunt. Das ist rot-weiß-blau, recht amerikanisch gehalten. Das geht und sehr viele, habe ich euch da neulich beim B-Wing gezeigt. Das sind Plate Modified, die ganz normal 2x2 Plates sind, aber vorne eine Kante haben, dann sind nochmal zwei Noppen von vorne dran, quasi Bracket Plates, wenn man so möchte. Und da sind hier auch nochmal knapp 200 von drin. Also die beiden machen schon mehr als die Hälfte der Teile da drin aus. Das ist natürlich wiederholend. Anders geht das nicht, aber ich hätte mich jetzt auch gefragt, wie will Lego hier was Überraschendes reinsetzen, wenn die Vorlage so ist. Was Überraschendes haben sie gemacht an zwei, drei Stellen. Zum einen haben sie unten Metallic Silver Slopes 2/3 reingesetzt als Aufzüge, die man nicht sieht. Normalerweise ist Lego dafür bekannt, an Stellen, die man nicht sieht, gruselige Dinge zu tun. Hier haben sie mal an Stellen, die man nicht sieht, etwas Nettes getan. Das muss man ja auch erwähnen. Hier drin, mitten im Herzen des Gebäudes, sind Rolltreppen angebracht. Und ja, die sieht man nicht mehr. Also die sind weg. Selbst wenn man hier schaut und hier unten die Trans-Clear Plate sieht und das anerkennt, also da reingucken kann man trotzdem nicht. Keine Chance. Die netten kleinen Autochen hier drumherum. Hier ist übrigens die 2-Euro-Fliese mit Empire State Building drauf. Das haben sie gemacht. Und die andere Sache, die sie auch noch gemacht haben. Also hier seht ihr auch mal, wie bunt das wird. Klar wird es bunt. Man sieht danach nichts mehr davon. Keine Angst, aber zum Ausschlachten nicht geeignet. Außer ihr steht auf Teil Modified und diese Plate Modified. Dann schlachtet es aus, ansonsten nicht. Also wo haben wir das hier? Ich habe mal einen Bauschritt gezeigt. Hier sieht man das ganz gut. Hier werden Fliesen hochkant in Plates reingehalten. Und das machen sie oft. Diese Fliesen stecken dort 2x3 Fliese in die Plates reingesetzt und dann von oben kommen auch wieder Plates umgedreht drauf. Und das wird dann hier gestapelt. Ja. Oh, sorry, das war laut. Ja, ja. Das wird so gemacht, weil, genau. Dadurch ergeben sich Räume und Bautechniken und alles mögliche.
Und am Ende gestapelt, ja, sieht schon so aus. Einfach alle hoch. Okidoki. So machen wir das. Das ist noch die Basis dazu. Große Platten, ihr wisst, ich mag die großen Platten. Ich bin da natürlich voll dabei. Hier oben auch mal, ich halte es mal quer, damit wir es uns mal näher angucken können. Das ist alles dieses Metallic Silver. Die hier, die kleinen Slopes, sind eigentlich mein Highlight. Die waren im 10242er Mini Cooper verbaut. Und ich habe schon gedacht, das wäre es. Nein, hier sind sie auch nochmal. Ist das nicht was Tolles? Es ist was Tolles. Und die können wir uns angucken und uns drüber freuen. Richtig. Ja. Und die waren noch, es war noch so ein Designerprogramm, glaube ich. A-Voll-Geschichte war das. Egal, also auf jeden Fall ein seltenes Teil. Bewegungen hier im Lager. Ist es vollgepackt um mich rum. Deswegen ist hier alles gerade so mal kurz festgehalten, damit es für ein paar Minuten alles stehen bleibt und mich nicht erschlägt. Das hier oben ist natürlich frei rotierend. Ich hätte es jetzt einfach auch mal so abnehmen können, um es euch zu zeigen. Hier oben auch mit bisschen einmal eins rund in Trans Clear. Das ist ganz nett. Also das ist alles absolut in Ordnung gemacht. Und es ist ein Hingucker für jeden, der natürlich dieses Gebäude mag. Keine Frage. Auch für euch mal als Info diese Lego nennt es immer Side Assemblies. Natürlich maximal blau, klar. Und die werden einfach angesteckt. Und zwar seht ihr dann hier diese Massen. Diese roten sind die, von denen ich auch schon sprach, diese Bracket Plates nenne ich es jetzt einfach mal. Man kann auch das Sekunde hier oben drüber abnehmen. Das ist alles so seitlich immer nur so angebracht. Ja, das ist kein Problem. Hier sind ganz, das sind diese Bracket Plates, die ich meine hier. Das sind 2x2 und hier vorne sind dann seitlich Noppen dran. Davon sprach ich. Und davon sind Massen hier verbaut und das ist dann das Innere des Gebäudes. Da seht ihr auch, glaube ich, an der Seite genau, das ist so eine hochkant gesteckte Fliese, die da angebracht ist. So wird das Ding zusammengesetzt. Und das hätte langweiliger sein können beim Bauen, ja, aber möglicherweise auch spannender. Aber das Problem ist definitiv die Vorlage im Original vom Empire State Building. Das ist so ähnlich wie die Twin Towers zu bauen oder so. Das ist jetzt nicht die kreative Herausforderung. Ja, Sink und fertig. Hochhäuser sind da ja jetzt nicht so, dass dazwischen irgendwas passiert. Wenn man in Jago City baut, 70620, da tut sich halt was auf jedem Stockwerk. Aber jetzt einfach in dem Maßstab, der Detailgrad, der ist natürlich minimal. Vollkommen klar. Aber ich finde, dafür ist es eigentlich ein nettes Gebäude. Und nur mal für euch, also selbstverständlich, Hightech-Feature geschnappt. Ist ja keine Frage, müssen wir kurz gucken. Was habe ich denn hier für Fussel da schon reingearbeitet? Fussel. Sind wir hier bei knapp 21, hier sind wir bei knapp 13. Und in der Höhe haben wir 56 und ein bisschen, wenn man jetzt hier mal wirklich, also, ne? Genau. Und Fussel. Das war das Gebäude. Für euch zur Orientierung, ebenso 100 Euro, die 21042, die Freiheitsstatue. Das jetzt nur mal für euch so nebeneinander, die habe ich euch ja auch schon gezeigt, damit ihr eine Idee bekommt. Tiefe ist natürlich hier, das ist ein richtiger massiver Klotz und hier ist es ist doch sehr schlank. Das ist bei dem Empire State Building von Wang Yi nicht der Fall, das ist eigentlich sehr stabil, so Big Ben ähnlich schon fast. Ist schon schlank. Also ich finde jetzt auch mal, natürlich, man sieht keine eine Noppe. Wenn man das weghält, das könnte genauso gut ein Modellbau sein. Also das ist, muss nicht zwingend Lego sein. Wenn man jetzt nicht hier durch das sieht und natürlich die Teile kennt, dann ist auf den ersten Blick klar. Aber ansonsten, ich kann mir schon vorstellen, dass man das sich einfach mal als Sehenswürdigkeit in seine City-Stadt stellt oder einfach mal auf die Anrichte, weil man gerne in New York ist, man hat da sein Büro, man guckt vielleicht da drauf, super, stellt man sich das hin und denkt sich, hübsch sieht's aus, wenn es einem gefällt. Das doch ist gut. Es gab natürlich einen Teiletrenner dazu und eine Handvoll Kleinteile, das Übliche, was halt so als Ersatz bei so einem Set immer dabei ist. Aber mir fehlt halt ein bisschen ich kann mich halt nicht so hart erwärmen für diese 2x2 Plate Modified. Das sind nicht meine Teile. Ich freue mich nicht wahnsinnig über die, sonst würde ich sagen, 170 von denen hellgrau. Endlich haben wir sie da. Die sind mir eigentlich relativ gleich. Ich finde hier oben die paar Metallic Slopes schon viel cooler. Die machen mir mehr Freude. Aber jeder, wie er mag. 21045 Trafalgar Square ist natürlich auch noch wichtig. Ich bin bald in London, denke ich. Und dann gucke ich mir das nochmal an. Und dann erzähle ich auch was darüber. Ich glaube, so mache ich das. Und
Ansonsten haben wir jetzt einfach mal hier auch mal so ein bisschen das Aktuelle wieder abgefragt. Denn natürlich bei all der Freude, die ich habe, dass ich euch alte Sachen zeige und auch immer mehr alte Sachen, ich baue da oben gerade den schönen Enzo, immer mehr alte Sachen zeige, sind ja eure Fragen nach aktuellen Modellen natürlich immer sehr pressant, sag ich mal. Pressierend? Pressant. Und ich möchte natürlich die Anfragen erfüllen, wenn ich das kann. Wobei die meisten Dinge aus eurer Wunschliste keine Katalogware sind. Das sind immer Ideas, Creator Expert, was weiß ich, UCS-Modelle, irgendwas so nebenher und sonst wie. Und das sind halt keine Händlerwaren, die für mich und meinen Laden relevant sind in irgendeiner Form. Ich werde jetzt mal gucken, wenn sich das nächstes Jahr mit dem Laden hier ein bisschen wandelt, muss ich mal schauen. Vielleicht nehme ich dann sowieso nur noch die Rosinen und Pixie mir raus, weil aus dem Standardkatalog ist wenig überhaupt noch wert vorzustellen. Und dann spezialisiere ich mich vielleicht mehr auf diese Sachen, aber vor allem auf die guten alten. Und die Burgenwoche steht ja vor der Tür, meine Güte. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal demnächst die Technikneuheiten von 2020 an. Denn auch wenn das Katalogware ist und mich nicht mehr begeistert, drüber reden müssen wir ja auf jeden Fall. Das ist doch vollkommen klar. Wir müssen noch schauen, ob sich das noch für jemanden lohnen kann oder ob wir grundsätzlich nur noch auf altes Zeug gehen bei Technik. Ja, muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber zumindest kleine Aufzieh-Audition und so sind eigentlich immer ganz okay. Egal, das ist Technik. Wir reden ja über Architecture. Also guckt mal rum. New York wird in 2020 verlängert. Also ihr braucht euch nicht wahnsinnig beeilen anscheinend. Und ansonsten sind da auf jeden Fall noch Highlights. Nette, kleine Sachen, die nicht wahnsinnig viel Platz wegnehmen und auch nicht für Lego-Fans trotzdem etwas Kleines. Nettes sind kurz ein bisschen gebaut, danach hingestellt. Und es ist putzig. Man hat keine Spielsachen in der Bude stehen sozusagen. Ja, das funktioniert ganz gut. Also, ich wollte es euch auf jeden Fall gezeigt haben. Ich mag es eigentlich, wobei die Freiheitsstatue für mich immer noch der spannendere Bau war auf jeden Fall. Also oben die Slopes, die gemacht haben für das Kleid, finde ich sensationell. Habt eine fantastische Zeit, genießt die Vorweihnachtszeit, umgebt euch mit netten Leuten, macht etwas Schönes. Einfach was Schönes. Überlegt euch was und das, bei dem ihr denkt, hohoho, das ist lustig, das macht ihr dann. Und dann wird es toll. Genauso ist es. Habt eine fantastische Zeit. Bis bald.